Hallihallo ihr Lieben, willkommen zurück bei Let's Play Deadlight. Wir sind hier immer noch, oder gerade noch so, in der Kanalisation. Do you need help, Mr. Wayne? Nein, zusammen mit der Ratte, die uns jetzt mal getrost am Arsch vorbeigeht. Naja, nicht ganz. Wir sollen nämlich den Sohn der Ratte finden. Das hatte sie ja im letzten Part schon mal angedeutet. These drawings are different from the previous ones. They describe the bombings that affected the city at the beginning of the epidemic. Ah, interessant, wir bekommen so ein bisschen Hintergrundgeschichte direkt zu Anfang des Parts. Das heißt, die Stadt wurde bombardiert, in der Hoffnung, die Epidemie so in den Griff zu bekommen. Aber das hat nicht so funktioniert, befürchte ich. Nun denn, wir sollen den Sohn der Ratte finden, damit die uns weiterhilft. Quasi so als Gegenleistung. Und ich würde mal sagen, machen wir uns noch direkt auf und lassen das Wasser ab. Ich dachte, wir sind jetzt kurz davor, wieder in die Oberwelt zurückzukehren. Das war wahrscheinlich ein Fehler. Wobei, gar nicht mal so schlimm. So, wo können wir jetzt... Schaffen wir das bis da nach oben? Nee, das schaffen wir nicht, ne? Ach, ich verstehe schon. Ja, wir können hier oben ranschießen. Komm, mach hinne. Perfekt. Tschüss, Zombie. Dich brauchen wir nicht. Ja, fängt doch eigentlich recht erfolgreich an. Warte, ich seh's doch. Oh, okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Heißt also, wir sollten theoretisch da drüber rennen in einem Affenzahn, oder? Ich versuch's einfach mal. These traps look like they've been designed to protect against the dead and the living. Ja, ja. Nun denn, unten durch. Das wäre jetzt okay. Es geht also nochmal direkt weiter. Wie gesagt, ich hatte ehrlich gesagt damit gerechnet. When the epidemic spread to Seattle, the people made a stand. Tried to fight. Many died. And then returned to consume the few that didn't. Then the military tried to fight back at the shadows. Look around and see how that ended. Ja, ich sehe schon, nicht so wirklich besonders gut, nicht wahr? Das Militär wollte also die Kollegen kaputt machen und hat dabei die komplette Stadt zerstört. K.A. Bianchi haben wir gefunden. Was macht er hier unten? So, können wir hier noch... Ja, hier können wir auch noch unten. Und direkt in den Tod springen. Alles klar. Das war vielleicht nicht so geplant. Ich bin mal gespannt, wann wir jetzt an die Oberfläche kommen. Ach, cool. Ah, nee, da waren wir gerade drin. Ich hatte ja ehrlich gehofft, so ein kleines bisschen, dass wir... Ja, dachte ich mir schon, dass wir hier hin können. Können wir jetzt hier in den Zug rein? Auch nicht. Ja, wohin denn dann? Oder haben wir da wieder irgendwas... Ja, ich hab's schon gesehen. Wir haben wieder vergessen, wo drauf zu schießen hier. Na also, siehste, klappt doch. So, das fährt hoffentlich von alleine zurück. Ja, wunderbar. Können wir direkt hier ranspringen und drauf. Oh, ich glaube, das Ding fällt runter, oder? Oder auch nicht, okay. Hier können wir hoch und hier hoch. Oh ja, soweit, solange wir immer nach oben kommen. The new law. I told you. When times change, men must change. We all make choices, Mr. Wayne. In chaos, some choose to show the best sides of themselves. Others, the worst. You must hurry. I worry for the safety of my son. And the ones you care for too. So, ich glaube, hier rechts oben können wir drauf schießen. Und zwar so. Moment. So. Ich vergesse immer dann noch auf Schießen zu drücken. Ich dachte immer, loslassen würde reichen. Aber hat wohl doch nichts gebracht. Dann hauen wir halt mal hier oben gegen. Okay, cool. Was tut sich da jetzt? Genau. Ich nehme an, das bleibt nicht für lange. Deswegen gehe ich schnell da drauf. Oh, warte. Das hier wieder. Moment, was? Woran bin ich jetzt gestorben? Ach, da oben kommt eins entgegen. Jetzt habe ich es gesehen. Das heißt, wir müssen uns also während des Rennens abrollen. Das sollte dann klappen. Oder auch so. Keine Ahnung, wie ich das jetzt geschafft habe, aber es hat halt funktioniert. Okay, am Rad drehen, dann können wir das Wasser ablassen, wie es aussieht. Sollte eine gute Idee sein, denn wie wir alle wissen, können wir nicht schwimmen. Das Weichei. Nach links geht's doch... Hallo, nach links geht's doch auch noch irgendwo. Kann es sein? Ja, siehst du, ich bin noch nicht so blind, wie ich aussehe. Noch eine Seite. Oh,
Er erschien mir wie ein Wunder, als ich die drei Gesichter an ihm erblickte. Das ist doch kein Gedicht, das ist einfach nur ein Satz. Was soll daran bitte schön ein Gedicht sein? Na egal. So, nimm den scheiß Kistenkack hier mit. Ich sehe schon, worauf es hinausläuft. Wir müssen jetzt das Wasser wieder hochpacken. Und jetzt auf die Kiste springen und von der Kiste können wir dann nach oben, oder? Genauso ist gedacht, nur befürchte ich, dass dieser Weg etwas zu weit sein wird. Oh, ja, aber ein ganz kleines Stückchen. Ein winzig kleines Stückchen. Das heißt, wir machen das jetzt nochmal. Wenn ich dann endlich resetten kann, danke. Und warum sind hier in diesen Zwischenscreens immer so komische, ja, Leichenteile abgebildet? Was soll mir das sagen? Achtung, lass dich nicht zertrennen. Weiß ich nicht. Ja, nicht dagegen laufen, mitnehmen, du Idiot. Um dann nach oben zu kommen. So, hier müssen wir auf jeden Fall draufkommen, weil so nah hatten wir es gerade nicht. Und wir haben ja gesehen, es hätte nur ein kleines Millimeterchen gereicht. Beziehungsweise gefehlt. So, komm, jetzt aber, das packst du. Jawohl, guck an. Er hat's geschafft. Spring. Ja, perfekt. Guck an. Athletisch muss man schon sein in so einer Zombie-Apokalypse, weil sonst hat man da nicht viel zu suchen. Innocent people who tried to look for a safe place during the Great War against the Shadows. They were crushed to death by a landslide caused by bombing. Also im Prinzip hat das Militär mit seiner Aktion wahrscheinlich mehr reale Menschen getötet als Zombies, nicht wahr? Kann ich mir zumindest gut vor... Mensch, du bist doch blöd, ey. So kann ich mir das zumindest vorstellen. Beeilung. Okay, ich dachte schon, das will jetzt komplett nach unten kippen, aber das hat es wohl nicht getan. Oder vielleicht hätte es getan, wenn wir länger dran geblieben wären. Ich weiß es nicht. Ich sehe schon, wo wir hin müssen. Oben drüber abfeuern, stimmt's? Richtig. Mein Telefon klingelt. Das bedeutet... Wobei, nein, das ist das externe Klingeln. Das bedeutet, wir können es im Prinzip überhören einfach. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt überhören. Ich schmeiße es mal ins andere Ende des Raumes. So, jetzt ist die Frage, wo muss ich jetzt hin? Ach so, hier komme ich durch. Das ist ja perfekt. Nach unten bitte. Und wo sind wir jetzt? Ich sehe schon. Kann ich den Typen dazu locken, bei mir hier ins Wasser zu springen? Nein, ich müsste ihn schon treffen, bitte. Ach cool, ich treffe den nicht. Ich schieße einfach durch ihn durch. Etwas blockiert die Maschine. Ja, ich weiß auch schon was. Jetzt komm her. Hier bin ich. Mensch, los. Oder muss ich erst wieder dagegen schießen? Ach, natürlich. Ja, hätte ich mir natürlich gleich denken können. Jetzt nochmal versuchen hier. Vielleicht steckt noch irgendwo was fest. Und wo? Warte mal, wie hatte ich jetzt einen Revolver? Ne, ich hatte keinen Revolver, ne? Ne, ich muss mich also jetzt mit dem vorbeischlagen. Ach, der sieht mich gar nicht. When you get to the outside, look for the house that grows in the tree. Find my son before those men do, and I'll help you find the ones you care for. Das hört sich doch nach einem Deal an, oder? Wir sollen also nach einem Baumhaus suchen. Lässt sich machen. So. I can activate the platform now. Ist ja der Hammer. Und jetzt ist wahrscheinlich der Zombie da. Nee, der sieht uns immer noch nicht. Ich glaube, der soll da einfach nur aus Deko-Zwecken stehen, oder? Irgendwie hat der ja keine Funktion. So, jetzt schnell hier unten durch. Schnell darüber, bevor es wieder zuklappt. Ja, habe ich doch gewusst, dass es wieder zuklappt. Aber wer wären wir, wenn wir das nicht schaffen würden? Und ich glaube, der Zug hier hält nicht ewig. Habe ich zumindest so ein Gefühl. Ja, seht ihr? Mein Gefühl drückt mich nicht so... Nicht immer. Also manchmal schon, aber nicht immer. Zombie. Warte, da liegt einer. Den will ich haben. Tagebucheintrag. Kann ich mir das jetzt angucken? Nee, kann ich nicht. Egal. Warte. Nee, ich habe volles Leben, das heißt, ich muss mir da nichts holen. Like the rat said. Wow. Das war nicht so gut. Ich dachte, ich muss da springen, weil da ein Pfeil war, aber das war dann doch nicht die richtige Entscheidung. Like the rat said.
We all make choices. He chose to build a nest down here. Ross, geh weg! Aftermath of the war. Some might call it survival. Others, denial. Also ich bin eher für die Leugnen-Geschichte. Jetzt kommt mal her, wie komme ich denn jetzt da hoch, ist die Frage. Ich glaube, wenn ich jetzt hier rüberspringe, gehen die da runter, oder? Ja, genau. Und dann kann ich die ziemlich gut umgehen. Das ist doch eine Möglichkeit. So, dann lass mich da mal springen. Und perfekt. Das heißt, hier werden wir jetzt... Ah, na, guck mal an. Das war vielleicht gar keine so schlechte Idee, was ich da gemacht habe, dass wir die da runtergelockt haben. Huh? Und rauf. Perfekt. Durch die Kanalisation nach oben. Ah. Endlich mal der Ladebildschirm, der nichts mit dem Tod zu tun hat. Nördlicher Vorort. Baumhaus. Wenn ich seinen Sohn finde, erzählt mir die Ratte, wie ich zu meinen Freunden und meiner Familie gelangen kann. Oben fühle ich mich nicht mehr sicher. Hier im Verborgenen habe ich eine neue Perspektive gefunden. Das neue Gesetz ist schlimmer als die Schatten. Ich mache mir Sorgen um meinen Sohn. In dieser Welt ist niemand mehr sicher. Er ist in Gefahr. Ich muss das Haus, das im Baum wächst, finden. The house that grows in the tree. Those were the rat's words. Ja, das hört sich doch eigentlich nach was. Was? Da muss hier irgendwo ein Schlüssel sein. Oder ich renne einfach dagegen. Bam. Nee, warte, ich kann, glaube ich, das Glas zerschießen, oder? Ja, natürlich. Ja, war eine gute Idee, hier Randale zu machen. Warte, kann ich jetzt hier nach oben auf den Drafo da knallen? Bringt rein gar nichts, okay. Das ist immer noch zu. Ja, ich komme aber nicht nach... Ach, doch so. Na, also. Okay, nach oben bitte. Und rüber. Ihr könnt nicht mal, ihr scheiß Zombies. Oh, guck an. Kann ich nicht weiter... Ja, na, ich wollte gerade sagen, ich muss doch weiter klettern können. Ja, war doch klar. Aber wenn ich ehrlich bin, bin ich eigentlich froh, mal wieder etwas Tageslicht um mich rum zu haben. What the hell? Aua. Und er rennt immer wieder gegen diese scheiß Fässer, ne? Nein. So, perfekt. Warte, warte, warte. Kann ich hier nach oben? Ja, perfekt. Dann geh oben entlang, bitte. Not alive steht hier auf dem Totenkopf. Oh, ich kann auch auf dieses Dach. Das hätte ich gar nicht gesehen. Kann ich dann jetzt auch hier nach oben? Kann ich jetzt hier nach oben? Nein, kann ich nicht. Okay. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Kommt mal bitte alle hier unter mich, damit ich hier in aller Ruhe nach drüben springen kann. Dankeschön. Und durch da. Gott vergib uns. Ja, wahrscheinlich eher nicht. Ein Rosenkranz mit... Oh, warte, da kommt Zombie. Geh weg. Bam und tot. Nein, warte, die lebt noch. Okay, mach auf. Du musst hier raus, Mensch. Die verfolgen uns jetzt wahrscheinlich bis zum Ende, oder? Hier liegt was Totes. Ah! Zombie. Okay, da musste ich also gar nicht hin. Das ist ja ein bisschen scheiße. Wo soll ich denn jetzt dann hin? Geh weg. Gehst du weg. Ach, hier durchs Fenster. Ja, cool, aber trotzdem, dass wir das Geheimnis gefunden haben, ist nicht schlecht. So, komm mal alle her. Klar, kann ich da unten rein? Sieht nicht so aus, ne? Weil da noch eine Tür ist. Ah, verdammt, ich habe mich nicht festhalten können. Das ist natürlich nicht gut. Aber von hier aus kann ich mich jetzt festhalten, oder? Ja. Wunderbar. Klappt doch. Vielleicht nicht so ganz... Oh, warte, wir haben nur noch einen Gesundheitsblock. Das ist vielleicht... Es wäre jetzt an der Zeit, dass wir mal ein Health Kit finden, oder? Das würde mir jetzt, glaube ich, gut tun. So, springen wir rüber. Weil die können uns jetzt mal am Arsch lecken hier, weil über den Zaun kommen die nicht. Okay, sie kommen drüber, aber hier oben bin ich erstmal sicher. Was gibt's hier? Ein Ausschnitt aus dem West-Seattle Herald vom 8. Februar. Die Astronomenwelt verfällt dem Phänomen des Halley'schen Kometen. Soll es also etwa heißen, ein Komet ist daran schuld, dass mit der Erde das hier passiert, was hier mit der Erde passiert? Das kann ich mir ja nicht vorstellen. Ne? Okay, ich sollte hier vielleicht schnell durch. Denn in den Häusern sieht es auch nicht mehr ganz so gut aus. So, hier rüber. Rüber, habe ich gesagt. Ich kann mit Sicherheit auch unten durch, oder? Was gibt's denn unten?
Oh, warte. Tritt's dagegen. Nee, unten kann ich zwar auch durch, aber da komme ich nur zu weiteren Zombies. Nicht gut. Und durch da. Das ist jetzt fast schief gegangen. Also hier muss ich nach unten. Aber da oben ist eine Healthbox. Ich sehe sie. Gib mal her. Sehr schön. Verbandskasten. So, schnell raus da. Und direkt weitergerannt. Objekte interagieren. Ach, das Auto. Okay. Mal gucken, was mir das bringt. Wenn ich aufs Auto schieße, wahrscheinlich eine Alarmanlage, oder? Ja. Perfekt. Oh, cool gelaufen. Jetzt laufen die alle da schön hin. Ja, super. Ja, Penner, was soll das denn jetzt? Der Alarmanlage hat es ja mal voll gar nicht gebracht. Und rüber. Und daran. Okay, das hat aber trotzdem noch funktioniert. Gerade noch so. Ihr kriegt mich nicht, solange die Leine nicht wieder reißt. Dass er jetzt schon zweimal sehr überraschend passiert ist, muss ich natürlich dazu sagen. Und spring. War ja klar. Und rauf. An dieser Stelle beende ich mal diesen Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Part von Deadlight. Tüdelü, Freunde.